Umstrittener Auftritt von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gestern in der Talkshow Maischberger. Er selbst dürfte damit auch nicht zufrieden sein. Es ging vor allem um Äußerungen des grünen Politikers zur Frage einer möglichen Insolvenzwelle. Das Bundeswirtschaftsministerium sagt nun, der Minister habe lediglich den wichtigen Unterschied zwischen Insolvenzen und Betriebsaufgaben deutlich machen wollen. Aber auf die Frage, ob er am Ende dieses Winters mit einer Insolvenzwelle etwa bei den Bäckereien rechne, sagte Habeck: Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Branchen einfach erstmal aufhören zu produzieren, nicht insolvent werden. Man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht. Ja, aber wie wollen Sie denn kein größeres Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber nichts mehr verkaufen? Also wie soll man, also ich habe es nicht verstanden. Ja, ich weise darauf hin, dass es nicht automatisch eine Insolvenzwelle geben muss, aber es kann sein, dass sich bestimmte Geschäfte nicht mehr rentieren und die dann eingestellt werden. Vielleicht werden sie später wieder aufgenommen. Das kann ja sein. Also das ist dann ja keine klassische Insolvenz. Ja, etwas schwer verständlich, diese Erklärung von Robert Habeck. Und für Oppositionsführer Friedrich Merz war dieser Auftritt von Robert Habeck heute im Bundestag natürlich eine Steilvorlage. Mit Verlaub, wie hilflos, Herr Habeck, Sie in diesen Fragen sind, das konnte man gestern Abend im deutschen Fernsehen beobachten. Man kann nur hoffen, dass ein Großteil der deutschen mittelständischen Unternehmer und vor allem der Bäckerinnen und Bäcker um diese Uhrzeit schon im Bett gelegen haben und geschlafen haben und das nicht mit ansehen mussten, was Sie da gestern Abend von sich gegeben haben. Man kann das nur hoffen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.